Ja, vielen Dank. Ja, Bürger liefern Daten für Behörden unter anderem und das nicht nur vorsichtig, sondern in gewaltiger Menge. Und das möchte ich gleich mal auch ein bisschen zeigen. Was ich vor allen Dingen skizzieren möchte, sind die Probleme, die wir gerade in der Biodiversitätslandschaft haben bei der Erfassung von Daten. Es gibt halt mehrere Akteure, die da eine Rolle spielen und eben eine Idee, wie man diese Probleme in Zukunft vielleicht lösen kann mit Open Source und Open Data. Ja, wir hatten ja jetzt gerade die Mittagspause. Einige sind jetzt wahrscheinlich etwas müde. Gestern war ja auch noch lange Feier gewesen, kann man durchaus verstehen. Deswegen habe ich einen kleinen Mitmachteil gemacht, auch um die Leute erstmal hinzuführen auf das Thema. Habe ich ein paar Fragen vorbereitet und die erste Frage lautet gleich, was Biodiversität oder biologische Vielfalt eigentlich ist. Also wir machen es dann so, ich lese mal vor und dann sage ich, wer denkt, A ist die richtige Antwort oder B oder C, da meldet ihr euch einfach mal und dann, Bibel? Und dann sind wir mal gespannt, ja, wo die meisten Hände hochgehen. Also, was bedeutet dieser Begriff Biodiversität, der ja in aller Munde ist, meistens auch noch zusammen mit Nachhaltigkeit? Ist das die Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten oder ist es B, dass die Biodiversität in drei Bereiche umfasst, also die Vielfalt der Ökosysteme, die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt? Oder ist das die Zusammensetzung vom biologischen Abfall? Also, was denkt ihr, könnte es A sein? Falk, eine? Könnte es B sein? Oh, da gehen viele Hände hoch. Oder ist es C? Und ihr liegt genau richtig. Die Biodiversität, die umfasst halt nicht nur Tier- und Pflanzenarten. Da spielt also noch viel mehr eine Rolle. Ja, Bürger liefern Daten. Du hast es gesagt. Das neue Schlagwort jetzt in aller Munde heißt Citizen Science. Und ja, was ist eigentlich genau Citizen Science? Wie ist das definiert? Ist das die Datenerfassung durch jedermann oder B, die wissenschaftliche Erhebung über ehrenamtliche Aktivitäten oder C, die Beteiligung an und Durchführung von Wissenschaft durch Bürgerinnen und Bürger? Was könnte es sein? A, na, denkt keiner. B, ja, zwei Leute. Oder C, ja, die meisten Hände gehen bei C hoch und das ist richtig. Hier ein schönes Beispiel: Tauchen für den Naturschutz ist dadurch entstanden, dass in Brandenburg ein paar Gewässer umzukippen drohten und da waren auch die Taucher zugange und die Naturschützer haben den Finger auf die Taucher gezeigt und gesagt: Ihr seid schuld daran, dass unsere Gewässer umkippen, weil ihr den Boden aufwühlt. Und dann haben die Taucher gesagt: Sag mal, geht's noch? Das stimmt so nicht. Und haben dann angefangen zu tauchen und die Gewässer zu kartieren und haben dann auch herausgefunden, dass nicht sie schuld sind, sondern ein anderes Problem war. Ich weiß nicht mehr, welches Problem es letztendlich war, aber die Taucher und die Naturschützer haben durch zueinander gefunden und dadurch ist dieses Projekt Tauchen für den Naturschutz entstanden. Also Wissenschaft, Naturschutz und Bürger, alle profitieren. Dritte Frage: Wer führt in Deutschland hauptsächlich die Erfassung zum Bestand der Tiere und Pflanzen durch? Sind es A, die Behörden und ihre hauptamtlichen Angestellten, also Behörden, das ist im Bundesamt für Naturschutz und die Landesbehörden? Sind das freiwillige Ehrenamtliche, die oft in Verbänden und Fachgesellschaften organisiert sind? Oder sind das hauptamtliche Planungsbüros und Freiberufler, meist Biologen? Wer denkt, dass A richtig ist? Ich glaube, jetzt sind sich viele unsicher. B, A oder C, hauptamtliche Planungsbüros. Und siehe da, die meisten hatten recht. 95% der Biodiversitätsdaten in Deutschland werden tatsächlich von Freiwilligen erfasst. Ja? Wer ist der wichtigste Akteur auf dem Gebiet bestimmter Artengruppen in Deutschland? Zum Beispiel Vögel oder Insekten. Sind das die großen Naturschutzverbände, zum Beispiel NABU und BUND? Oder sind es die Hochschulen und Naturkundemuseen? Oder sind das die Fachgesellschaften mit ihren Mitgliedern? Wer denkt, das ist A, ist die Naturschutzverbände? Ja, da gehen ein paar Hände hoch. Sind es oder die Hochschulen und Naturkundemuseen? Ja, zwei melden sich. Oder die Fachgesellschaften und ihre Mitglieder? Ja, das ist relativ ausgeglichen, muss ich jetzt sagen. Und siehe da, es sind die Fachgesellschaften und ihre Mitglieder, also die Ehrenamtlichen wiederum. Letzte Frage, Frage 5. Auch im Bereich Biodiversität geht es um Metadatenstandards. Wir kämpfen da mit den gleichen Problemen wie auch die Geobranche an sich. Was ist der gebräuchlichste Metadatenstandard in der Biodiversitätsforschung? Da gibt es schon einen Lacher. Hat funktioniert. Ist es der Darwin-Core? Ist es der Humboldt-Core oder der Hardcore?
A, der denkt, dass es der Darwin Core ist. Da gibt es zwei Meldungen. Das ist natürlich auch gemein, weil mein Kollege, ne, der, wir arbeiten auf einem Gang zusammen, der kennt das natürlich. Ist es der Humboldt Core? Oder C, Hardcore? Wer jetzt aufgepasst hat, mein Kollege hat natürlich recht, es ist der Darwin Core und der Darwin Core besteht nicht nur aus sich selbst, es ist eine Ableitung von dem Dublin Core und der ist ja auch in der Geobranche bekannt. Ja, jetzt haben wir das richtige Rüstzeug, um einzusteigen, jetzt wissen wir im Prinzip schon einige Sachen und jetzt gucken wir uns mal die Akteure an, die bei der Biodiversitätserfassung in Deutschland eine Rolle spielen und das sind mehrere, das sind vor allen Dingen auch die Verbände, die großen Naturschutzverbände wie NABU und BUND. Das sind denn die Fachgesellschaften, das haben wir gerade erfahren, die ganz wichtig sind und die eine ja, sehr wichtige Rolle spielen. Das ist die Wissenschaft, die natürlich Daten auswerten möchte, analysieren möchte, Paper schreiben möchte. Die Behörden ganz klar, allen voran das Bundesamt für Naturschutz, das Berichtspflichten hat gegenüber der EU, nachgeordnet 16 Landesbehörden, die wiederum Berichtspflichten haben an das Bundesamt für Naturschutz. Und natürlich die Gesellschaft, die bei der ganzen Sache auch gerne mitmachen möchte und natürlich auch Informationen haben möchte über dieses Thema. Gehen wir da noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Die Verbände, wie eben BUND und NABU, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine sehr große Anzahl an Mitgliedern haben. Also BUND und NABU, das sind die Mitglieder der stärksten Naturschutzverbände, die wir in Deutschland haben. Und die sind ja auch in aller Munde, die kennt jeder. Die Fachgesellschaften wiederum zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine sehr, sehr hohe Expertise und Spezialisierung, aber am meisten auf eine Art haben. Aber darin sind sie so gut, dass sie teilweise die Wissenschaftler und Behörden einfach übertrumpfen mit ihrem Wissen. Ja, die Wissenschaft braucht natürlich für ihre Analysen qualitativ hochwertige Daten, und zwar bundesweit. Und da kommen wir zu dem nächsten Problem, Hauptproblem, die Behörden. Deutschland, Föderalismus, kennt jeder. Nicht nur im Bildungssystem, sondern auch bei den Biodiversitätsdaten. Es ist wirklich divers. Und wenn jetzt beispielsweise ein Wissenschaftler oder sagen wir mal ein Doktorand, Doktorarbeit dauert in der Regel 3 Jahre und soll jetzt über eine bestimmte Art eine Doktorarbeit schreiben, dann braucht er die Daten von dieser Art bundesweit. Das heißt, er wird Bittsteller bei 16 Landesbehörden. Oder mit anderen Worten, er wird innerhalb dieser 3 Jahre es nicht schaffen, diese Daten vollständig zusammenzubekommen. Das heißt, der Doktorand bezieht sich auf Südafrika, denn da bekommt er die Daten ohne Probleme. Das heißt, wir können Daten aus Südafrika analysieren, aber nicht von Deutschland. Suspekt. Ja, und natürlich die Gesellschaft, wie gesagt, die möchte auch mitmachen und kreiert kleinere Naturschutzprojekte, die aber meist regional laufen, also keine bundesweite Bedeutung haben, aber auch wichtig sind. Ja, bei der Erfassung von Biodiversitätsdaten gibt es ja die sogenannte Datenkette, die wir uns mal ein bisschen genauer anschauen und vor allen Dingen die Herausforderung, man kann auch Probleme sagen, das ist zum einen die Datenerhebung, die Datenspeicherung und natürlich auch die Datenweitergabe und der Datenzugriff. Ja, und bei der Datenerhebung, da kommen wir schon mal zu unserem größten Problem, was wir momentan haben, es fehlt Nachwuchs. Es fehlt einfach Nachwuchs, gerade bei den Fachgesellschaften, bei den Naturschutzverbänden geht es, weil die ziehen relativ viele Leute an und die haben den Vorteil, dass sie die attraktiven Arten beackern, wie zum Beispiel Vögel, also Stunde der Gartenvögel, kennt vielleicht der eine oder andere vom NABU oder der BUND, die kümmern sich um die Wildkatzen, die machen das Wildkatzenprojekt, Wildkatzen sind niedlich, ja, die haben natürlich einen hohen Zuspruch. Ja, was ist aber mit den anderen Tieren- und Pflanzenarten? Was ist mit den Leuten, die sich um Spinnen kümmern oder um Käfer? Ja, das ist dann nicht mehr so attraktiv, die sind so diese Krabbelfiecher, das ist so ein bisschen eklig auch, ja. So, und da gibt es eben ein absolutes Altersproblem und man sieht ja an dieser Alterspyramide, kann man es sehr schön sehen, die Verteilung, die Jugendlichen sind im Prinzip kaum vorhanden und der Peak, der ist dann zwischen 55 und 60 Jahren. Und das ist wirklich so, wir haben Fachgesellschaften, mit denen wir geredet haben, die haben gesagt, wir haben einen Altersdurchschnitt von 65 Jahren. Wir haben ein Nachwuchsproblem. Wir brauchen neue Leute und wir kriegen die nicht ran. Warum kriegen wir diese Leute nicht ran? Diese Ausbildung, dieser Artenkenner, das taxonomische Wissen wird in Deutschland in Schulen und Hochschulen nicht mehr gelehrt. Es findet nicht mehr statt. Und das führt zu riesigen Problemen. Denn wenn wir nicht wissen, wie das alles funktioniert und zusammenhängt, dann können wir natürlich andere Sachen überhaupt nicht erklären. Bei den Frauen sieht das ein bisschen anders aus. Man sieht so schön, in den jungen Jahren sind viele aktiv, vor allen Dingen in den großen Naturschutzverbänden. Dann gibt es den sogenannten Geburtenknick, aber in eine andere Richtung. Es ist nun mal traditionell so, dass sich immer noch die Frauen hauptsächlich
um die Kinder kümmern und ja, dann im späteren Alter beschäftigen sich wieder welche mehr oder weniger mit Naturschutz. Hier unten ist noch eine schöne Grafik über begünstigende Faktoren. Also wie kommt jemand dazu, überhaupt sich für Naturschutz oder Biodiversität sich damit zu beschäftigen? Und da ist natürlich das Elternhaus ausschlaggebend. Also 63%, wenn da im Elternhaus ein Interesse da ist, dann ist die Chance groß, dass der Nachwuchs das auch macht. Studium, ganz klar, wer so etwas studiert, Biologie oder Naturschutz in der Richtung, der hat natürlich den Draht dazu. Ja, und 17% Zugang zur Fachliteratur, da haben wir genau das nächste Problem. Der Zugang zur Fachliteratur ist halt kompliziert und begrenzt. Und da kommen wir auf das Thema Open Data. Wenn diese Daten eben frei zugänglich wären, dann hätte man eine kleinere Hürde. Wie ich schon gesagt habe, 95% der Daten werden durch Ehrenamtliche erfasst und die anderen nicht. Und das führt, wir haben eben diese Probleme mit dem Alter in den Fachgesellschaften, das habe ich erklärt. Und natürlich, dass wir keine einheitlichen Standards haben. Das heißt, diese Tier- und Pflanzendaten, die werden auch innerhalb von den Artengruppen teilweise unterschiedlich erfasst. Es gibt da wenige Standards und schon gar nicht artenübergreifend. Und das führt natürlich dann auch zur starken Isolierung einiger Artengruppen-Communities, die darauf bestehen, dass ihre Daten so erfasst werden, obwohl das viele andere vielleicht inzwischen ganz anders machen. Manchmal gibt es ja auch Einigungen miteinander. Datenerhebung, schönes Beispiel. Man sieht so schön die geografischen Grenzen bei der Datenerfassung. Da fragt man sich natürlich, ist es wirklich so, dass die geruchlose Kamille im Osten gar nicht vorkommt oder fast gar nicht vorkommt, dass die einfach an der Grenze aufhört zu wachsen? Ne? Dann wieder die Küstenkamille. Und es sind keine zwei unterschiedlichen Arten. Die geruchlose Kamille ist eigentlich eine Unterart der Küstenkamille. Das heißt, die gehören einfach zusammen. Aber historisch gesehen wurde in der DDR damals das nicht getrennt. Das heißt, die Küstenkamille und die geruchlose Kamille wurden zusammenfasst als eine Art. In den alten Bundesländern wurde das unterschieden. Das widerspiegelt aber nicht das reale Bild. Wieder ein Problem. Datenspeicherung, auch ein ganz großes Problem. Man muss sich vorstellen, in diesen Fachgesellschaften mit diesem hohen Durchschnittsalter, da sind Leute, die machen das teilweise seit 40, 50 Jahren. Und die haben das überwiegend analog gemacht. Und die haben diese Daten auch. Und die liegen da irgendwo in Archiven im Keller rum. Und diese Datenschätze wollen gehoben werden. Und das ist eben schwer. Man muss ja bedenken, dass die Leute das in ihrer Freizeit machen. Das heißt, die haben wenig Zeit. Und das, was sie eigentlich machen wollen, ist rausgehen und diese Tiere erfassen. Das bestimmen. Sie wollen sich nicht damit auseinandersetzen, wie diese Daten jetzt auf einmal digitalisiert werden. Obwohl sie es eigentlich schon wollen, aber sie können es einfach nicht. Ja, da fehlt eben Zeit, Geld, Personal. Deshalb gibt es dann auch keine Langzeitsicherung, selbst wenn die Daten digitalisiert worden sind. In den letzten Jahren sind die Daten natürlich auch digital erfasst worden sind. Aber dadurch, dass das noch analog ist, ist es natürlich dann schwer, auch Zeitreihenanalysen zu machen. Ne? Also wir können, sage ich mal, von den letzten 10 Jahren kann man schon relativ gute Analysen durchführen. Aber alles, was davor ist, ist so eine Grauzone, weil wir nicht wirklich wissen, wie viele Arten es wirklich gab in diesem Zeitraum. Ja, und diese dezentrale Speicherung ist eben das Problem, dass es teilweise auch regionale Gruppen gibt, die das speichern, auf PCs. Ja, es gibt also keine einheitliche Datenstruktur mit Datenbanken und sie sind auch nicht übergeordnet angebunden. Und wie schon gesagt, wir haben hier dieses Kapazitätsproblem. Es fehlt an Zeit, an Geld, an Personal, weil dieses alles eben überwiegend ehrenamtlich stattfindet, hauptsächlich am Samstag. Ja, die Datenweitergabe, da gibt es auch einige Probleme. Eben durch die fehlende Digitalisierung und die Anbindung an zentrale Infrastrukturen kann man diese Daten einfach schlecht weitergeben. Dazu kommen auch noch Vorbehalte der Ehrenamtlichen gegenüber anderen. Ja, da sagt der Ehrenamtliche, ja, ich habe hier meine Daten erfasst in einer super Qualität und jetzt kommt derjenige vom Planungsbüro, möchte meine Daten haben und verdient damit Geld. Und da sagt der Ehrenamtliche, das mache ich nicht. Oder der Wissenschaftler kommt und sagt, hier, ich möchte deine Daten haben, ich möchte Analysen machen. Dann sagt er, wieso soll ich das machen? Der publiziert damit, schreibt seinen Namen drauf, mich vergisst er vielleicht und nee, sehe ich gar nicht ein. Ja, also da gibt es auch noch viele Grabenkämpfe, die auszustehen sind und natürlich auch fehlende Lizenzen. Denn wir haben ja vom Fall gestern erklärt, einen Punkt aufzunehmen und zu sagen, das ist jetzt die Spinne sowieso und die hat bestimmte Eigenschaften. Das ist ja erstmal nicht geschützt. Ja, aber wenn man Daten weitergeben will, braucht man ja erstmal
eine Lizenz, mit der man das ermöglichen kann. Und das fehlt halt in vielen Verbänden, Fachgesellschaften einfach noch. Wir als Wissenschaftler, wir sind natürlich daran interessiert, diese Daten erstmal zu haben und auch zu analysieren. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie können wir all diese Probleme irgendwie lösen. Und wir haben letztes Jahr gemeinsam mit dem BUND und NABU, also den Naturschutzverbänden, dem Dachverband der Naturschutz, schon fünf Minuten, gut, haben wir eine Machbarkeitsstudie gemacht. Und da wollten wir herausfinden, wie man dieses Problem lösen kann. Wir haben erstmal definiert, was wir alle, also Behörden, Wissenschaftler und Ehrenamtliche, brauchen. Wir brauchen die Vernetzung, die Sichtbarkeit, wir brauchen einheitliche Standards. Das Ehrenamt muss mehr gewürdigt werden, gestärkt werden. Wir brauchen eben die Leute, die sich halt auskennen mit den ganzen Arten. Wir brauchen das eben wegen einer Nachwuchsförderung und die Daten müssen irgendwie zusammengeführt werden. Wir haben dazu drei Workshops gemacht, wo wir die Leute zusammengeholt haben. Und erstaunlicherweise mussten wir die ganzen unterschiedlichen Akteure gar nicht bekehren. Dem war das alles klar. Und die haben einfach letztendlich gesagt, ja, wann können wir anfangen? Aber was wir natürlich vorhaben, ist eine Art bundesweites Biodiversitätsmonitoring. Das ist eine Sache, die braucht wieder Zeit, Geld, Personal. Das heißt, wir brauchen jemanden, der uns Geld gibt dafür. Ja, das sind die Ziele nochmal aufgeführt, abgeleitet von den von dem, was wir brauchen, das überspringe ich jetzt mal schnell. Und die Ergebnisse sind, all das können wir eigentlich nur umsetzen, wenn wir auf Open Source setzen und auf Open Data. Denn damit können wir die Sachen zusammenbringen, damit können wir alle mit einer Sprache sprechen. Wir sind transparent, auch gegenüber denen, die die Daten eigentlich erfassen. Und wir erhöhen natürlich den Verkehrswert der Daten, denn wenn diese Daten erstmal alles da sind, dann kann man ja ganz andere Sachen damit auch machen, Sachen, die jetzt gar nicht möglich waren. Und dann kann man neue Geschäftsfelder auch erschließen. Hier mal ein Beispiel, interdisziplinäre Verschneidung. Also wir haben da wieder unseren Naturschutztaucher, wir haben die Leute, die die Libellen erfassen in Deutschland. Und wenn man jetzt die Libellen, ja, die schlüpfen ja auf der Wasseroberfläche und Taucher, wenn man das jetzt in Verbindung setzen kann mit Gewässerdaten über die Qualität der Gewässer vom Umweltbundesamt oder meteorologische Daten vom Deutschen Wetterdienst oder Daten vom DLR, dann wäre das prima. Dann könnte man wirklich tolle Analysen durchführen. Es ist ja nun nicht so, dass es Open Source und Open Data noch gar nicht, dass die Community davon noch nichts gehört hat, die Biodiversitätslandschaft. Es gibt dort schon ein relativ großes Netzwerk, das nennt sich GBIF. Ich gehe da jetzt mal ganz schnell durch. Die haben einen Hauptknoten in Dänemark und 90 Knoten weltweit. Jedes Land, das mitmacht, hat mindestens einen Knoten. Die stellen halt die Daten aus den einzelnen Ländern bereit. Das sind aber hauptsächlich die Museen, Sammlungen und Wissenschaftler. Das heißt, das Ehrenamt fehlt da zum größten Teil noch. Das ist relativ unterschiedlich. Es gibt Länder, wo auch viele Ehrenamtliche mitmachen und Länder, wo wenig Ehrenamtliche mitmachen, wie in Deutschland. Und es gibt natürlich extrem große Datenlücken. Das sieht man zum Beispiel in Sibirien, Russland oder auch in den jetzigen Krisengebieten. Es ist also auch nicht perfekt. Kurz noch Software. Es gibt Online-Portale, zwei Stück, die sich gebildet haben auf Open-Source-Basis, mit denen man Daten erfassen kann, Pflanzen- und Tierarten. Indizia wird hauptsächlich in der UK benutzt und ich konnte es leider noch nicht testen. Das ist meine Aufgabe in den nächsten Tagen und Wochen. Es soll aber relativ einfach bedienbar sein. Und wer den absoluten Vogel abgeschossen haben, das waren die Australier mit den Atlas of Living Australia. Die haben nämlich 2010 vor dem Regierungswechsel von der alten Regierung 30 Millionen australische Dollar in die Hand gedrückt bekommen mit der Maßgabe, die sollen das in 2 Jahren ausgeben. Und da haben die ein Portal geschaffen auf Open Source Basis, was wirklich für unsere Community einzigartig ist und es ist auch mandantenfähig. Man kann unterschiedliche Instanzen aufsetzen und es wird inzwischen auch schon in vielen anderen Ländern benutzt. Also da bewegt sich was und gleichzeitig sind sie dann wiederum ein GBIF-Knoten und liefern dort Daten zu. So sieht das zum Beispiel aus, also das ist ja viel größer. Dort kann man sich das Auftreten der einzelnen Arten angucken, sich zusätzliche Informationen holen. Man kann sagen, ich stehe hier an diesem Punkt, was gibt es in 5 Kilometer Entfernung für Pflanzen- und Tierarten? Und es ist, wie gesagt, mandantenfähig. Man kann auf dieser Plattform eben auch selber Sachen aufbauen. Und damit komme ich schon zum Ende. Ich fasse nochmal zusammen. Die Biodiversitätserfassung in Deutschland ist genauso divers wie die Biodiversität auch momentan. Wir haben die Probleme bei Standards, wir haben Nachwuchsprobleme, Wissensprobleme, der Bekanntheitsgrad ist relativ gering und wir können kaum artenübergreifende Analysen machen. Wir können auch momentan noch keine Analysen mithilfe von Umweltdaten machen, wenn dann nur regional.
Und die Lösung ist im Einsatz von Open Source und Open Data. Und der Grund, warum ich eigentlich hier bin, ist, um die Open Source Community so ein bisschen wachzurütteln und zu zeigen, hey Leute, hier gibt es ein Feld, was noch zu beackern ist. Da geht noch was. Also wer sich dafür interessiert, der kann auf unsere Webseite gehen, Lebendiger Atlas, und sich Informationen zu der Machbarkeitsstudie holen. Er kann aber auch, wenn er sich gezielt für Projekte interessiert, die Citizen Science machen, ehrenamtlich, kann er auf die Seite bürgerschaffenwissen.de gehen. Da gibt es eine Vielzahl an Projekten, die auch teilweise sehr innovativ sind, und kann sich das angucken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, recht vielen Dank für den spannenden Einblick, wie man eigentlich schön Gesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung miteinander verknüpfen kann. Und wie da Open Source und Open Data eine wesentliche Rolle beispielen. Gibt's Fragen zum Vortrag? Dann müssen wir das Quiz vom Anfang nochmal wiederholen und gucken, ob das Wissen gefestigt worden ist. Keine Fragen. Wie sieht das jetzt aus bei euch im Projekt? Wie geht das weiter? Also die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen und wir haben natürlich in allen Bereichen die Leute natürlich, die sind interessiert daran, die wollen das haben. Und jetzt sind wir natürlich in Verhandlungen mit Geldgebern. Das läuft gerade auf einer Ebene ab, die mit meiner Stellung nichts zu tun hat. Und ja, wir würden uns freuen, wenn das klappen würde und wir da eine Finanzierung bekommen würden. Das wäre ein großer Schritt. Wen habt ihr da als Finanzier im Auge? Also sind da auch die Naturschutzverbände, dass die sagen, wir schützen jetzt eben nicht bloß die niedlichen Katzen, wir denken, der Rest ist auch wichtig, wir unterstützen Aufbau von Datenbanken? Also wir arbeiten ja mit denen zusammen, aber die haben ja nun selber kaum Kapazitäten und Geld können sie schon gar nicht liefern. Also es ist schon so, dass es an das Bundesministerium für Bildung und Forschung geht und an das Bundesministerium für Umwelt und Bau heißt das, glaube ich, und Reaktorsicherheit. Das sind eben die beiden großen Ministerien, von denen man eventuell was erwarten könnte, natürlich im Zusammenspiel mit dem Bundesamt für Naturschutz. Gibt es jetzt vielleicht noch Fragen? Da ist eine Frage. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht die ganz Deutschland abdeckt mit dem, was kartiert wird. Wie geht ihr mit dieser Problematik um? Das würde mich so aus geografischer Sicht interessieren. Ja, die Datenlücken. Also ich bin jetzt selber keiner, der Biodiversitätsdaten erfasst. Ich bin selber auch Geoinformatiker, deswegen bin ich auch bei der FOSGIS aktiv. Ja, das ist ein Problem. Und wie gesagt, man könnte vielleicht einige Sachen dadurch lösen, dass man diese ganzen analogen Daten auch endlich mal aus dem Keller holt und digitalisiert. Dann würde vielleicht einiges auch klarer werden. Ansonsten werden digital auch immer mehr Daten gesammelt. Also da bieten natürlich GPS und andere digitale Methoden natürlich vielfältige Möglichkeiten. Also das wird besser, auf jeden Fall.